Also dann. Ich höre Magitech-Motoren. Danke. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Hier räum ich auf. Das wird lustig. Ist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Los, Kleiner. Braver Junge. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya.
Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war... Kentiana... in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Nacht, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titan. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt... die Götter. Hey, Noct! Über dir! Nachher eine kleine Pause? Allerdings. Heftiger Wind! Heftig viel Sand in meinen Augen! Noct, da oben! Feinde! Danke! Ja. Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Noct, alles okay? Ja. Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? König. Er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel
ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Fourchaud-Höhle. Schnell! Okay, bringen wir es hinter uns. Zoramu! Wie aufregend! Bereiten wir uns entsprechend vor. Also dann? Das war's. Los, Kleiner. Hey, Noct, über dir! Hoffentlich klart es noch auf. Ja. Vor Regen gedrückt? Irgendwie schon. Zu anstrengend? Irgendwie schon. Tja, Prinzen. Noct, da oben! Feinde! Danke. Ja.
ist ja ganz schön frisch. Ja. Der Plan. Frontalangriff. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Hasta la vista! Das geht so weit. War ein Ausrutscher. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Also dann? Weiter geht's. Ja. 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 Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Hey, seht mal. Der Blitz ist anscheinend da eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Da wären wir. Die Vorschauhöhle. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also Vorsicht. Okay. Wirkt ziemlich tief und düster. Schwer zu sagen, wo das endet. Wieso lande ich bloß immer in solchen Situationen? Wir müssen auf alles gefasst sein. Leute, bleibt wachsam. Hey, Nocte, sieh dir das mal an.
Da passen wir durch. Nichts wie rein. Ist ziemlich eng. Ja. Das könnte gehen. Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. Psst, Ruhe jetzt. Wie? Wo? Wer? Was? Irgendwie unheimlich. Weiter. Ja. Ja. Da können wir durchkriechen. Nur nicht den Kopf verlieren. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Wie weit geht das noch? Auf geht's! So bin ich halt. Lassen wir ihn. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir nicht. Hey!
Station. Vorsicht! Wo hast du das denn gelernt? Geht's noch? Mein Fehler. Vorwärts. Ja. Da passen wir durch. Versuchen wir's. Hier geht's nicht weiter. Leute, hört ihr das auch? Ja! Pronto, was ist los? Hey, bist du okay? Hier drüben. Pronto! Hey, antwortet verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel machen wir hier? Da war eine Riesenschlange! Das Viech wollte mich verschleppen! Ja, so eng hier! Kann man schon... ja. Nein! Das war zu erwarten. Halt still, verdammt! Okay.
übernommen. Ignis! Bist wohl gereizt, hm? Sterb mir bloß nicht. Ad notam. Zu viel des Guten. Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Auf geht's. Okay. Ja. Schluss jetzt! Und tschüss! Kommt, hier geht's weiter. Sie ist hier irgendwo! Nun zeig dich schon! Beruhig dich. Nanu, was ist denn das? Was ist? Sieht das nicht verdächtig aus? Ja, dahinter könnte etwas Wertvolles. Geht leider nicht auf. Noch nicht. Für jedes Schloss gibt es einen Schlüssel. Oh, vielleicht einen magischen Schlüssel? So wie in Rollenspielen? So am Stoß. Schnell, Nocht! Wieso? Mir hat sie nichts getan.
euch, Meister. Konzentrieren Sie sich. Keine Ahnung. Soll sie doch besser auf ihre Brut aufpassen. Hoffentlich treffen wir nicht noch ihr Kind. Was zu sehen? Endlich haben wir ihn gefunden. Ein Glück. Nacht, dein Auftritt. Das ist also die Kraft des Donnergotts. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. Oh. Hey, der Regen hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Nocht. Da oben, was ist das? Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Ja? Noctis? Der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja, in einer Niflheimer Basis. Na toll. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Die Jagdsaison ist eröffnet. Großartig, Doc. Kinderlein. Hasta la vista. Mach das! Sauber, Knall! Ja.
gerade noch schüttet, schon ist es vorbei. Abrupter Wechsel. Meint ihr, das gibt einen Regenbogen? Weiter geht's. Ja. Los, Kleiner. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Hey, Nocht, über dir! Danke. Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Also dann?
Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Hi! Was darf's heute sein? Super! Herzlichen Dank. Oh. Willkommen im Krähennest. Ein Häppchen gefällig? Momentchen. Guten Appetit. Man sieht sich. Los, Kleiner. Los geht's. Los geht's. Abmarsch. Diese schwüle Luft. Ja. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Tolles Wetter heute. Ja, das stimmt. Hey, Nacht, über dir. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot.
Iris ist immer noch so fürsorglich wie früher. Stimmt. Ihr habt euch schon damals gut verstanden, nicht wahr? Ja. Am liebsten reden wir darüber, wie unzuverlässig der Prinz ist. Hä? Was soll das denn bitte heißen? Beinahe eine richtige Festung. Wie kann sie mit diesen soliden Mauern überhaupt fliegen? Unglaublich. Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges. Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken. Wir brauchen einen Plan. Oh. Lass das, Mann! Wollen wir hier campen? Schlafen unterm Sternenhimmel.
Ignis, irgendeine brillante Idee? Ein Frontalangriff ist ausgeschlossen. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen die Basis nachts infiltrieren. Im Schutz der Dunkelheit fallen wir nicht so leicht auf. Und jetzt? Sammeln wir Informationen zur Basis. Wir sollten herausfinden, wo der Regalia verborgen sein könnte. Sobald wir genug wissen, arbeite ich eine geeignete Strategie aus. Klingt nach einem Plan. Endlich holen wir uns unseren Regalia zurück. Suchen wir als erstes den Regalia. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen. Bei Tagesanbruch ziehen wir uns zurück. Ja, selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Auf mein Signal greifen wir an. Bis dahin haltet eure Positionen. 3 2 1 Los! Gut gemacht, Nockt. Weiter so. Was ist denn? Suchscheinwerfer. Es ist wieder sicher. Schön vorsichtig. Okay, verstanden. Hey! Versteckt euch! Ist weg. Das war ein Magitek, Mac. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Unser Ziel ist der Regalia. Bleibt in den Schatten. Okay. Thank you.
greif von hinten an. Beende es, bevor es jemand merkt. Nicht übel, Nacht. Aus dir wird noch was. Ist das die Stromquelle? Ein Magitek-Sender, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde erklären, warum die Magitek-Infanterie in der Umgebung so ungewöhnlich stark ist. Zerstören wir ihn. Dann müssen wir nicht schleichen. Nein. Erst müssen wir den Regalia finden. Leise jetzt. Wir dürfen sie nicht alarmieren. Okay. Das war einfach.
ist das gute Stück. Heute muss unser Glückstag sein. Ja, er scheint glücklicherweise unbeschadet zu sein. Oh Mist! Neuer Plan. Wir müssen den Regalia irgendwie hier rausschaffen. Sender so viel Schaden wie möglich zu. Das müsste den Feind schwächen. Das wird aber laut. Wir wurden eh schon entdeckt. Gib alles. Okay, auf geht's. Wir verwirren sie durch unsere Bewegungen. Dann haben wir leichtes Spiel.
von hinten angreifen. Verstanden. Deaktiviert. Das ist unsere Chance. Auf geht's! Sei Dank. Mann, das war ja irre. Und allem Anschein nach äußerst effektiv. Ja. Kommt, gehen wir zurück zum Regalia. Ha, Kinderspiel, was? Dieser Teil hier, ja. Durch diese Mission haben wir dem Imperium heute schwer zugesetzt. Der General wird äußerst zufrieden mit uns sein. Bestimmt erwarten uns in Zukunft noch öfter solche Missionen. Wir sollten einen Namen dafür finden. Hä? Vielleicht Basenbruch. Klingt doch genial, oder? Und mit so einem Codenamen steigt die Motivation. Ah ja, nicht alles braucht einen Namen. Schon gar nicht so einen miesen. Seid doch nicht solche Spielverderber. Wir kürzen es einfach mit BB ab. Wenn's dich glücklich macht.
Jungs. Lange nicht gesehen? Noctis. Bravos. Also hast du die Kraft von Ramu empfangen. Und dabei weißt du nichts über die Konsequenzen. Ey! Stehen bleiben. Alle. Was geht hier vor? Niemand war so würdig wie ich. Erstarrt in Ehrfurcht vor dem König. Lang lebe der Erwählte des Kristalls. Ganz schön arrogant für einen Verräter wie dich. Nicht mal deine eigene Schwester ist sicher vor dir. Was erwartest du von einem General deines Feindes? Schild des Königs. Hast du was dagegen? Ein brüchiger Schild schützt niemanden. Vielleicht ist dein Schicksal, dass du heute hier stirbst. So, genug jetzt, Kinder. Brauchst du Hilfe? Nicht von dir. Lasst mich doch helfen. Spar dir den Spott. Ich lass das Militär abrücken. Und was springt für dich dabei raus? Vielleicht können wir das in Altissia besprechen. Wir haben nämlich auch etwas mit ihrer Heiligkeit zu bereden. Stimmt's? Wir sehen uns dort, Majestät. Gute Reise. Wer war der Typ? Das war Ravus. Er ist Luna Freyas großer Bruder. Die Armee hat gestern die Sperrung der Duskischen Fernstraßen aufgehoben. Die zur Durchsetzung der Sperrungen errichteten Anlagen werden derzeit restlos abgebaut. Die luzische Interimsregierung rät trotzdem von einer Benutzung der Verkehrswege fürs Erste abzusehen, da es vermutlich noch einige Zeit zu weiteren Verkehrsstörungen kommt. Also, dass der Typ auf der Basis Lunas Bruder war. Der... Kommandant von Nief. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Hey, wie wär's mit einer Pause? Auf geht's. Nacht, komm schon. Gib da eine Zutat, die ich gerne mal ausprobieren würde. Was darf's heute sein? Falls ihr Fragen habt, schießt los. Unsere Jagdziele. Passt bloß auf da draußen. Bevor es losgeht, sollten wir
Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's. Raus mit euch. Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Unsere Begegnungen mit Arden können kein Zufall sein. Oh weh, der Chocobo ist ganz schwach. Erstmal müssen wir diese Biester beseitigen. Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Schluss mit lustig! Fit? Und wie? Weiter geht's. Nockt, der Chocobo braucht Medizin. Schnell! Brav so, brav! Patient bei bester Gesundheit. Mann, bin ich froh. Ob der niedliche Chocobo hier in der Gegend lebt? Ganz schön gefährlich. Whis meinte, dass es auch Opfer unter den Vögeln gibt. Naja, auf alle können leider selbst wir nicht aufpassen. Das Leben in der Wildnis ist echt rau, was? Immerhin ist es diesmal glimpflich ausgegangen. Also dann? Ah!
Bis dann! Danke. Bis bald, Kleiner. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Womit kann ich heute dienen? Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Ihr wirkt, als hättet ihr Erfolg gehabt, oder? Ja, irgendwie. Danke. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Meistens ist den armen Vögeln nämlich nicht mehr zu helfen. Die Chocobos hier zu halten, widerspricht vielleicht ihrer freiheitsliebenden Natur. Aber immerhin sind sie auf der Ranch in Sicherheit. Hier, euer Lohn. Dein Chocobo freut sich sicher darüber. Da hat Wes was angesprochen. Was ist wohl am besten für die Vögel? Nicht einfach zu sagen. Aber seine Tiere machen einen zufriedenen Eindruck. Wes Chocobos auf... Ranch? Da wären wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Was machen deine Verletzungen, Gladio? Schon besser. Willkommen am Galdin Kai. Willkommen zurück. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Beehren Sie uns bald wieder. Thank you.
Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Wer will was essen? Willkommen. Was darf sein? Was ist nun? Willkommen im Krähennest. Alles klar bei euch? Würdet ihr euch der Sache annehmen? Infos aus der Region? Man sieht sich.
Da. Direkt vor seinen Augen. Oh, wie schrecklich. Haben wieder so eine Basis losgeschickt. Willkommen! Schau wieder rein! Diese fliegenden Basen sind geil. Vladi. Was ist? Es tut mir so leid. Ich hab's nicht nach Kaim geschafft. Das Militär war hier, während ihr weg wart. Sie wurden wütend, weil wir dich nicht verraten wollten. Dann haben sie Jared. Sie haben... Iris, was ist mit Jared? Sie haben ihn umgebracht. Tut mir leid. Alles nur meinetwegen. Ich konnte gar nichts machen. Es ist nicht deine Schuld. Das Imperium wird dafür büßen. Versprochen. Ich möchte helfen, Prinz Noctis. Ich werde mit Tirka zusammen nach Kaim gehen. Denn hier können wir nicht bleiben. Verstanden. Thank you.
Ich kann Iris einfach nicht alleine nach Kaim fahren lassen. Wir müssen halt etwas zusammenrücken. Tut mir leid. Fahren wir los? Sid und Sydney sind auch schon in Kaim und reparieren das Boot für uns. Oh, großartig. Ja, Jared hatte das organisiert. Jared, die gute Seele. Getankt. Danke. Geht's bald los? Geht's bald los? Kommt, fahren wir endlich! Los, gehen wir! Auf geht's! Der Regalia erinnert mich an Insomnia. Stimmt. Er sieht anders aus als die Autos hier. Und er ist so geräumig. Wer hätte gedacht, dass ich neben drei Jungs und einem Gladio da auch noch reinpasse? Normale Autos sind viel enger. Hab noch nie in einem gesessen. Unser Wagen war mit dem Gepäck schon voll. Ein Glück konnte ich bei euch mitfahren. Ob die anderen es sicher nach Kaim geschafft haben? Ja, wenn unterwegs nichts passiert ist. Da drüben, das ist ganz bestimmt der berühmte Ravatoga, glaube ich. Glaubst du? Ich glaub dir sofort. Jared hat mir eine Menge beigebracht. Danke fürs Fahren. Gerne. Hat außer dir keiner einen Führerschein? Ich schon. Ich auch. Die beiden könnten fahren, sollten es aber nicht. Ignis ist der beste Fahrer von uns. Fahren die anderen so schlecht? Überhaupt nicht. Stimmt's? Ja. Aber Gladio ist es lieber, wenn Ignis fährt, solange du mit uns im Auto sitzt. Willst du dich nicht ausruhen? Nein, danke. Ist sicher unbequem in der Mitte. Prompto, tausch doch mit ihr. Nein, wirklich. Ich mag den Platz. Sag, wenn du müde bist. Ausgerechnet jetzt. Noch so eine Basis. Halten wir an. Nocht! Keine Sorge. Wir packen das.
Willst du sie stürmen, Noct? Das sind wir Jared schuldig. Ja, und Talcott auch. Iris, warte hier auf uns. Gut. Vorsichtig, Noct. Ich muss die Umgebung erst noch analysieren. Wir sollten uns der Basis nähern und einen Plan ausarbeiten. Herzlich willkommen in der Heimat des guten Geschmacks. Das lob ich mir. Man kann schließlich immer noch was dazulernen. Blutrünstige Biester en masse. Gehört euch. Na, hoffentlich geht alles gut. Was sagt der Wetterbericht? Was haben die hier draußen bloß vor? Wollen sicher auch das letzte Stück Land erobern. Dafür scheinen sie zu wenige zu sein. Wahrscheinlich eher als Versorgungspunkt gedacht. Wir sollten ihn zerstören. Sieht so aus wie die letzte. Von außen vielleicht. Vermutlich sind sie besser vorbereitet als beim letzten Mal. Na, wunderbar. Meint ihr, Iris ist sicher? Nun, sie ist ganz alleine. Keine Sorge, sie ist eine Amicitia. Ja. Iris ist aber keine begeisterte Kämpferin, oder? Blöde Frage. Wir sollten uns nicht mehr Zeit als nötig lassen. Ich reite voraus. Braver Junge. Los, Kleiner.
Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Willkommen in Alt-Lestalum. Nun, was darf es denn heute für euch sein? Ich bitte um etwas Geduld. Danke, bis hoffentlich bald. Oh. Hoffentlich klart es noch auf. Ja. Nicht so trödeln! Danke! Braver Junge! Es hat aufgehört zu regnen. Vertraut und vergänglich ist der Duft frischen Regens. Ja, ich mag ihn auch. Nockt, da oben! Feinde! Danke.
Hier räume ich auf. Wow, das sieht noch ordentlich Ärger aus, Leute. Ach nee. Ich mach's Licht an. Okay. Also dann? Mein kleiner Chocobo. Nocht, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, dann halt nicht.